So we'll have a very special session today. Ja, willkommen liebe Zuhörer zu der Session Now I Sprinkle Thee with Crypto Dust. Jetzt besprenkle ich dich mit Kryptostaub. Wir sind euer Übersetzerteam Kai und Bernd. Make the internet safe again and a happy place for everyone. So please let me introduce the first speaker. So, der erste, es werden 6 oder 7 Sprecher bei dieser Session sein und hier kommt der erste Ryan Leckie mit Trusting Servers You Can't Touch, Servern zu vertrauen, die man nicht anfassen kann. So, just a quick background. Nur kurz zum Hintergrund. Ich habe mich seit ungefähr den 20 Jahren ungefähr mit diesem Thema befasst und als das damals kommerzialisiert wurde, diese Palladium- und TCPA-Geschichte von Microsoft, habe ich gedacht, dass das eine riesige Gefahr für die individuelle Freiheit sein würde, dass man nicht mehr in der Lage sein wollte, x-beliebige Software auf seinem Computer laufen lassen zu können. Und ich habe dann aber schnell festgestellt, dass die Systemsicherheit so schwach war, dass Leute benutzen sowieso schon völlig verschlossene Plattformen wie zum Beispiel iOS. Das heißt, diesen Kampf haben wir eigentlich schon verloren und wir können also genauso gut auch uns das zunutze machen. Ich habe dann also ungefähr vor 3 Jahren eine Firma gestartet, um versucht, das auch für Server umzusetzen. Und diese Firma ist dann 2014 an Cloudflare verkauft worden. Warum sollte uns das kümmern? Irgendwas zu vertrauen, was man nicht anfassen kann. Also wenn es euer Server ist und ihr habt ihn physisch bei euch stehen, dann ist es ziemlich einfach zu wissen, dass der Server, mit dem man redet, auch diese Maschine ist. Man ist direkt damit verbunden. Aber vielleicht will man gar nicht den Server in seinem Haus stehen haben. Es ist also, man hat vielleicht gute Gründe, das an einen anderen Standort zu verbringen. Man hat vielleicht irgendwie eine Applikation darauf laufen, die legal ein bisschen in der Grauzone ist, was so ein bisschen eine Herausforderung ist. Ich habe mal selber einen Relay laufen lassen. Damals habe ich im Irak gearbeitet und ich habe da Kontakt mit sehr vielen interessanten Leuten gehabt, die gar nicht so weit von mir weg waren. Das war sehr interessant. Redundanz will man vielleicht erreichen, indem man das auf mehrere Sites aufteilt, in mehrere Länder quer über die Welt verstreut. Und man kann natürlich immer nur selbst an einem Platz zu einem Zeitpunkt sein. Und viele Firmen haben natürlich auch über die ganze Welt verstreut ihre Server. Und natürlich gibt es auch noch die Cloud. Also jeder will seine Applikationen in die Cloud stecken. Und das ist ein echt schwieriges Problem. Es gibt nicht die eine Lösung dafür. Und wir haben bisher noch nicht die richtig harten Probleme gelöst. Ein paar einfache Sachen haben wir schon angegangen. Und wir müssen das jetzt alles mal ein bisschen gründlicher angehen und eine allgemeingültige Lösung finden. Es gibt also 2 Formen dieses Problems. Zum einen Applikationen auf einem Server zu schützen, den man mal einmal hatte, aber den man dann aus der Hand gibt. Also man konfiguriert den und dann gibt man ihn weg. Das ist ein sehr hartes Problem. Und dann gibt es noch ein extrem hartes Problem. So, das sind also die Server, die man nie in der Hand hatte, die man nie physisch bei sich zu Hause hatte und nie direkt den Zugriff hatte und nie die Kontrolle darüber hatte. Es gibt eine ganze Reihe von möglichen Lösungen hier. Die reichen ungefähr von brauchbarer Sicherheit mit moderaten Kosten bis nicht so guter Sicherheit, aber dafür etwas billiger. Die Lösungen der Regierung sind, dass da physisch sichere Gebäude und Ähnliches errichtet werden, die dann mit Personal besetzt werden und wir haben aber gesehen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Es gibt also eine ganze Reihe von Industrien, die dasselbe Modell benutzen, zum Beispiel im Bankensektor. Es ist aber eine Technik, die nicht wirklich gut skaliert. Und es ist also nicht was jeder nutzen kann. Und dann gibt es die Technik Computer in Safes. Das ist also sozusagen das Enterprise-Modell. Es gibt also ein Datencenter irgendwo. Und die Sicherheit von diesen Schränken, den kann man also trauen. Da gibt es verschiedene Verfahren dafür. Jemand mit Werkzeugen zum Schloss knacken. Jemand, der irgendwie da physischen Zugriff hat, der kann das vielleicht umgehen, aber es ist ein ganz gutes Modell. Das funktioniert für die meisten kommerziellen Applikationen, die es heute so gibt. Und die Sicherheit rangiert von sehr, sehr wenig bis doch ziemlich sicher. Und das ist das, was so die meisten Leute heute benutzen. Es ist nicht so übermäßig teuer. Als Individuum ist es für mich ein bisschen schwierig, Server in 100 verschiedenen Orten auf der Welt zu verteilen mit identischer Sicherheit. Also aus dieser Perspektive ist es nicht ganz so attraktiv. Und dann gibt es hier noch die sogenannte Chip- und Package-Level-Security. Das funktioniert von allem, von Smartcards bis zu richtig großen Maschinen, also alles zwischen $1,000 and $30,000. Das ist da gibt es einen sicheren Prozessor in einer Box, die mehr oder weniger resistent ist gegen Manipulation. Und es gibt dann bestimmte Wege, mit denen man garantieren kann, dass Angriffe auf diese Box erkannt werden. Und
man kann das ziemlich weit treiben und es ist eine der besseren Techniken und wird üblicherweise benutzt für statische Applikationen, die einen bestimmten Zweck erfüllen. Nur. Und man sieht das sehr oft, dass das für GSM-Netzwerke beispielsweise sowas benutzt wird. Diese Geräte machen dann nur eine sehr begrenzte Anzahl von Funktionen. Für allgemein gültige Applikationen ist es aber nicht so geeignet. Dann gibt es diese ganze DRM-Technologie, die so in den 90ern entwickelt wurde. Und diese DRM-Use-Cases zielten darauf ab, die Daten vor dem Besitzer des Systems zu schützen. Also wenn jemand zum Beispiel sich einen Film an einen Endbenutzer streamt, dann sollte er sicher gehen, dass der Endbenutzer das schauen kann, aber eben die Daten nicht sichern kann. Dieser Use-Case war nicht übermäßig erfolgreich. Genau gesagt war das sogar so ein großes Fiasko, dass das dann irgendwann komplett abgeschaltet wurde. Es wurde schon weiterentwickelt, aber es wurde dann sozusagen umgeschaltet. Dies wird jetzt mehr oder weniger nur noch in der Enterprise-Welt verwendet. Es gibt also zum Beispiel Intel vPro, das ist also ein Algorithmus von Intel, der in Servern eingesetzt wird. Es ist ein interessanter Bereich, und den man auch erforschen sollte. Und vor ungefähr 20 Jahren wurde für die damaligen 8-Bit-Microcontroller die sogenannten TCG-Tools entwickelt. Es ist nicht ganz einfach, für diese Tools was zu entwickeln. Und in den letzten 20 Jahren hat sich gezeigt, dass auch diese Technologie nicht wirklich hohe Level an Sicherheit bildet. Was bequem ist, ist, dass das schon in einige Hardware-Komponenten eingebaut ist. Als ein Schutz gegen das Eindringen in einen Server, auf den jemand physischen Zugriff hat, ist es wirklich nicht geeignet. Die High-End-Modelle sind natürlich so teuer, dass es für die meisten Installationen nicht wirklich Sinn macht. Man kann da ungefähr 5.000 ausgeben, aber 20.000 bis 30.000 ist eine etwas realistische Zahl. Es ist sehr, sehr teuer, also. Normalerweise funktionieren diese Dinge auch nicht in der Cloud. Es gibt eine Ausnahme, von der ich weiß, also Amazon macht sowas. Amazon berechnet dafür $5.000 und $12.000 monatlich, damit man Zugriff auf so ein HSM bekommt. Wenn ich eine wirklich interessante Applikation bauen würde, dann würde ich wahrscheinlich so ein Ding nicht benutzen, denn das sind im Grunde Blackboxes und man kann nicht wirklich eine Art Audit davon machen und kann sie nicht wirklich analysieren. Und das Problem, was außerdem noch ist, dass diese Geschichten sind normalerweise relativ langsam. Also da drin sind meistens irgendwelche langsamen ARM-Prozessoren. Also es ist eine sehr langsame Hosting-Lösung. Also das sind nicht so richtig tolle Lösungen. Die beste Lösung, die wir momentan eigentlich so für Applikationen haben, ist, die Applikationen segmentieren in einen Teil, dem wir vertrauen, und einen Teil, dem wir nicht vertrauen. Und dann müssen wir kontrollieren, wer auf welchen Teil Zugriff hat. Man hat vielleicht sehr viele Server, die über die Welt verstreut sind, die denen man nicht traut, und in wenigere Server, die in bestimmten Locations stehen, denen man dann eher vertrauen kann. Das ist, man kann dann diese Maschinen aktiv beobachten und kann sofort reagieren, wenn da irgendwas passiert. Das ist sozusagen die Best Practice, das ist das, was die Leute heutzutage normalerweise machen, aber es ist noch nicht perfekt. Und es gibt außerdem einige Stolpersteine da an dieser Stelle. Es ist gut, dass Amazon so eine der ersten waren, die dieses HSM in einer großen kommerziellen Cloud-Umgebung deployed hat, aber das HSM-Modell wurde eigentlich so designt, dass jemand einen physischen Zugriff auf den Server haben musste. Das heißt, wenn man das blöderweise in der Cloud benutzt, dann hat man diesen Server nie gesehen und man weiß üblicherweise auch nicht, dass das auch wirklich die Maschine ist, zu der man mit der spricht. In der ersten Version gab es auch gar keinen Weg zu beweisen, dass das auch wirklich diese Maschine wirklich war. Es hätte also irgendwas Virtuelles sein können. Und man hat dann zum Zeitpunkt, wo diese Geräte produziert wurden in der Fabrik, einen bestimmten Key da drin integriert, mit dem man das beweisen könnte. Und die VM von Amazon, mit der kann man natürlich auch ein bisschen rumspielen. Und ich denke, was man davon eigentlich mitnehmen müsste, man muss diese Systeme so designen, dass man die Möglichkeit hat, die auch zu Auditing dazu betreiben. Und es gibt eine neue Firma, die nennt sich Private Core. Facebook hat die Anfang dieses Jahres gekauft. Die haben was sehr Interessantes gemacht. Die haben also eine Erweiterung. Sie haben einen Trusted Hypervisor entwickelt, den man in dem Cache von einem Intel Xeon-Prozessor laufen lassen konnte. Das heißt, dieser Hypervisor ist ungefähr nur 20 bis 30 MB groß und sie benutzen nur die CPU-Befehle innerhalb dieses CPU-Kerns und können damit zum Beispiel PKI-Geschichten machen. Und das also funktioniert alles innerhalb der eigentlichen CPU, innerhalb dieses Chips. Und die CPU hat einige Eigenschaften. Es ist sehr viel schwieriger, einen Key aus einer CPU rauszuziehen. Man kann also nicht einfach irgendwas an die CPU anschließen oder auslesen, wie man das zum Beispiel mit RAM machen kann. Also das ist ziemlich schwierig. Und es gibt auch eine Sache, die heißt Intel
Intel SGX, das kommt ungefähr 2016 auf den Markt. Ich kann ja nicht so richtig sagen, was das sein wird, aus verschiedenen Gründen, aber es gibt auch ein Äquivalent von ARM. Und das ist im Grunde ein HSM auf einem Chip. Und das scheint eine sehr interessante Sache zu sein, aber das ist mindestens noch ein Jahr, bis wir sowas nutzen können. Die andere Lösung wären Low-End HSMs. Es gibt keinen Grund, warum diese HSMs $20,000 bis $30,000 kosten müssen. Es ist nur, sie verkaufen dafür vielleicht ein paar Tausend pro Jahr und die Firmen, die die verkaufen, die interessiert es nicht wirklich, wie viel sie dafür bezahlen müssen. So, okay, so. Okay, also das wäre also die Lösung und dann Keys, also die in dem Host-System quasi integriert sind. Und da sind also noch ein paar Lösungen, die auf uns zukommen. Das stimmt nicht doch optimistisch und daran arbeiten wir. Thank you very much for your talk. So, just another announcement. So, noch eine Ankündigung. Tightly packed schedule, we won't aufgrund von diesem dicht gepackten Programm haben wir keine Zeit für Fragen und Antworten, aber wenn es euch hier interessiert, dann geht nachher zu den Sprechern und könnt sie fragen. Und im Internet, ihr wisst ja, wie man das Internet benutzt, dann könnt ihr nachgucken. Dann könnt ihr die Informationen auch im Internet nachgucken. So, ich bereite den nächsten Talk vor. Ah, geez, this Mac hardware. So, it's like this, and then you have to do this one. Oh, and yeah. So, is there a, where's the POS 1 key, the home key on the Mac? So just, you didn't see anything. So please welcome André Erbsen and jetzt Daniel Ziegler. André Erbsen und Daniel Ziegler, bitte. Hello. Hallo. Also wir zeigen euch ein Public Key Infrastructure Projekt und um Usernames und Benutzernamen und Keys zusammenzubringen. Und es gibt gute Sicherheitslösungen hier. Wir haben schon davon gehört, dass es auch für technische Leute schwierig zu benutzen ist. Aber so muss es nicht sein. Man kann SSH benutzen, aber überprüfen wir wirklich immer den Hostkey und können wir der Certificate Authority vertrauen? Und das ist trotzdem gut benutzbar, aber und natürlich bei X509 vertrauen wir immer der Certificate Authority und das ist vielleicht auch nicht immer eine gute Idee. Und um das zu verbessern, gibt es hier für End-to-End kann man Google fragen und deinen eigenen Schlüssel überprüfen. Und wenn etwas Böses gemacht wird, dann gibt es keinen Beweis, dass das passiert ist. Man bekommt dasselbe Ergebnis. Und was wir wollen, ein öffentliches Mapping haben von Benutzer-Keys auf Public Keys, von Benutzernamen auf Public Keys. Und alle sollten einfach dasselbe sehen können. Und wir möchten das auf Low-End-Geräten machen, die auch in die Hosentasche passen. Also, so wie wir das gemacht haben, die Semantik ist ganz einfach vergleichbar mit Namecoin. Es gibt einen Namensraum und wer einen Namen registriert hat, der hat den. Wer zuerst da ist, der hat den. Wie Twitter, wenn man NSA nachguckt auf Twitter, @NSA, dann kriegt man vielleicht jemand anders, als man erwartet. Wenn man den öffentlichen Schlüssel ändert, der zu einem Namen gehört, der schon existiert, dann braucht man die Signatur des alten Schlüssels. Und wie wir das implementiert haben in DNAME, ist, indem wir all den Gesamtzustand in einem Tree, in einem Prefix-Tree, und das bedeutet, der Hash des Namens bestimmt, welchen Pfad man geht in den Baum, um das richtige Blatt zu finden. Und bei dem ersten jeweils nach dem ersten Bit entscheidet sich, ob man links oder rechts geht. Und es ist ein Local Tree. Und das bedeutet, der Root Hash fasst den Baum zusammen, sozusagen. Und wenn der Hash kollisionsresistent ist, dann gibt es keine Möglichkeit, mit demselben Root Hash eine andere Aufteilung, ein anderes Mapping zu machen. Und die Sicherheit ist, wenn der Client irgendwie den richtigen Root Hash hat,
dann kann der Server offiziell nachweisen, dass ein bestimmtes Mapping korrekt ist. Das heißt, der Client muss einfach nur den Pfad runterladen, verifizieren, dass alle Hashes richtig sind und der Root-Hash richtig ist, und dann ist er sicher, dass der Pfad richtig ist. Und wie machen wir diese Datenstruktur, dass es wirklich das repräsentiert, was wir wollen? Wir haben eine Anzahl Server, die von unabhängigen Organisationen betrieben werden. Und einige davon sind Leader-Server, Führungsserver. Und diese Server sind, denen wird nicht vertraut, dass sie überprüfen, ob die Operationen richtig sind oder die Signaturen machen, sondern jeder Verifier macht es für sich. Aber die Clients senden alle Aktionen, die sie ausführen wollen, zu den Leader-Servern, und der verteilt es an die anderen Server, und die werden dann am Ende der Runde den neuen Zustand signieren und wieder an die Clients verteilen. Und um einen Namen nachzugucken, ein Client kann Kontakt zu einem beliebigen Server aufnehmen, die Signaturen runterladen und vielleicht nur von einem, und nur wenn einer der Server nur den Merkle-Tree-Zustand der Welt hätte, dann wäre das nicht ausreichend, und so kann man dann den entsprechenden Schlüssel finden. Und wenn Clients das machen, dann bekommen sie eine sichere Zusicherung, eine starke Garantie. Und wenn zwei Clients ein Lookup akzeptieren von einem überlappenden Set, und dann brauchen sie nur einen gemeinsamen guten Verifier. Und wenn das dann konsistent ist, dann hat man eine konsistente Ansicht des Mappings. Und in der Praxis bedeutet das, dass Laura Poitras ihren Schlüssel hochladen kann und verifizieren, dass der richtige Schlüssel im System ist, und dann ihren Benutzernamen veröffentlichen in ihren Artikeln. Und wir hoffen, dass wir die Name gut genug machen können, dass der nächste Snowden einfach den Benutzernamen nachgucken kann, um den Kontakt zu initiieren. Und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber da wir hoffen, dass wir ein solides Ding hier auf die Beine stellen können. Und jetzt haben wir schon das alles gecodet, schon dreimal, worüber wir gesprochen haben. Die finale Version ist nur 2000 Source-Code-Zeilen, und der ist vernünftig lesbar, und der ist unter einer offenen Lizenz, und die Installation ist relativ einfach. Man benutzt den Go Backend Manager für GitHub und initialisiert den Account, und dann das erklären wir später nochmal genauer, und dann lädt man den Fingerprint hoch und den Public Key. Und wie macht ihr das? Man erzeugt eine PGP-verschlüsselte Nachricht, und wir haben auch eine GUI, die das macht. DNAME kann auch benutzt werden, um SSH-Hostkeys zu speichern. Also da kann man dann Yes einfach sagen, wenn man den macht. Und wir können das von DNAME aus runterladen, und man kann das in einen Wrapper verpacken mit SSH. Und wir haben auch damit experimentiert, Pond zu patchen, um die DNAME-Schlüssel zu benutzen. Pond ist für gute Anonymität entworfen, und auch so, wenn man einen starken Schlüssel benutzt, können die sich gegenseitig als Kontakt eintragen. Aber es ist noch nicht so gut zu benutzen wie E-Mail. Aber wir wollen das für neue Applikationen mit demselben Protokoll auch machen. Und es gibt nur noch eine Sache, die wir machen müssen. Wir haben mehrere Ideen, wie wir das Protokoll verbessern wollen. Erstens, wir haben keine gute Schlüssel gegen Spam und Name-Hoarding, und können nur eine Whitelist benutzen vielleicht. Aber es sollte auch möglich sein, ein Konsensprotokoll zu haben, ohne eine bestimmte Gruppe von Leadern festzulegen. Und eine bestimmte Menge davon sollte ausreichen, und dann würden bessere Updates kommen, und es wäre ein besser gleichmäßig verteiltes System. Und am wichtigsten ist aber, wir brauchen jemanden, der den Code, ein Review und ein Audit von unserem Code macht. Und das ist das, wo ihr
helfen könnt. Das heißt, wenn ihr daran interessant seid, DNAME auszuprobieren, den Code anzugucken und vielleicht auch einen Server zu betreiben, dann könnt ihr zu der URL gehen auf GitHub oder ihr könnt einfach uns kontaktieren und wir werden gerne noch Professor Nicolas Zeldovich danken für die Zusammenarbeit und Jan Zhu, Adam Langley und Jelle von den Hof für die Diskussion und dem MIT dafür, dass sie uns bezahlt haben für diese Arbeit. Danke. Yeah, thank you very much. Ja, vielen Dank. We'll just take the next slides. Which is, muss ich nur noch die Folien here? Für den nächsten Talk finden. Die müssen irgendwo hier drüben sein. New development in neue OTR. Entwicklungen im Bereich OTR. Here again. Okay, then please welcome Jure van Berchen. Also, herzlich willkommen, Jure van Berchen. By the way, that's the best pronunciation of my name. Übrigens, das war die beste Aussprache meines Namens, die ich je gehört habe. Ja, Applaus. So great. So I would like to talk. Ja, ich würde gerne ein paar Minuten reden über OTR. Ian Goldberg. Das ist also die Arbeit von Ian Goldberg, die in den letzten Jahrzehnten ungefähr dazu beigetragen hat, die Privatsphäre von Leuten zu schützen und das ist also mein E-Mail-Adresse und mein PGP-Fingerprint, wenn ihr mir was schreiben wollt. Let's have a short introduction. Machen wir eine ganz kurze Einführung zu OTR und warum es toll ist, dass sowas existiert. OTR ist ungefähr 10 Jahre alt jetzt. OTR ist eigentlich irrelevant, welches Protokoll darunter liegt. Man kann es also über Jabber benutzen, man kann es für Yahoo Messenger benutzen, man kann MSN, gibt es das noch? Kann man das auch benutzen? It offers a great amount of und es bietet einen hohen Grad von Sicherheit. Might be some issues because, es gibt vielleicht das ein oder andere Problem, weil es schon 10 Jahre alt ist, aber da muss man so ein bisschen was beachten, wenn wir zum Beispiel das kryptografische Modell auf elliptische Kurven wechseln oder wenn wir an den Größen, an den Verschlüsselungslängen drehen wollen. Aber da werden wir uns nächstes Jahr auch mit befassen. Das Design basiert auf Peer-Reviews und es hat also 10 Jahre lang diese Peer-Reviews überstanden. Die paar Probleme, die man also gefunden hat, die sind in der Vergangenheit bereits gelöst worden. Das Schöne daran ist, dass man jemanden authentifizieren kann und es gibt man kann also ein sogenanntes Shared Secret benutzen und damit kann man verifizieren, dass jemand auch wirklich einen bestimmten Fingerprint hat, auch wenn das über einen offenen Kanal wie zum Beispiel Twitter funktioniert. Und das Beste daran ist natürlich auch, dass es Open Source ist. Jeder kann diesen Code sich anschauen, jeder kann den Code compilen und jeder kann auch mit Patches dazu beitragen. Ich sehe OTR immer gerne als Ökosystem an und mit Ökosystem meine ich dann, OTR ist mehr als einfach nur ein Protokoll, es ist mehr als nur eine Spezifikation. Und es ist auch die Implementierung dieses Codes und die Referenzimplementierung, wie zum Beispiel in JavaScript oder in Python verfügbar sind oder in Go. Es ist mehr als nur das. Und das gefällt der NSA wahrscheinlich überhaupt nicht, aber es ist in der Tat sehr viel mehr als das. Und eine der zusätzlichen Sachen ist, dass einige dieser Referenzimplementierungen, wie zum Beispiel in Python oder in anderen Sprachen, sind noch nicht vollständig. Manche haben nur einen Teil der Spezifikation von OTR implementiert, wie zum Beispiel nur Version 2. Aber nicht die neueste Version. Und das würden wir gerne korrigieren. Also wenn ihr ein Python-Programmierer seid oder ein Go-Programmierer, dann würde ich euch bitten, dass ihr da ein bisschen beitragt und dass ihr bei diesen Projekten mitarbeitet. And then there's such a thing as sometimes dann haben wir noch das Problem, dass wenn es 6 Monate dauert, bestimmte Windows-Bibliotheken abzudaten, bei denen es einen Remote-Exploit gibt, von denen der älteste mehrere Jahre, 6 Jahre alt ist und das dauert ein halbes Jahr, um das abzudaten, dann sollten wir vielleicht drüber nachdenken, ob wir das weiter verwenden wollen. Und vielleicht benutzt ihr Pigeon und ihr seid bestimmt kein Ziel für irgendwelche Leute, aber man sollte trotzdem drüber nachdenken. Und Kryptographie kann auch oft umgangen werden. Also wenn man zum Beispiel Pigeon benutzt
dann sollten wir nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich gut ist und vielleicht einen neuen Client schreiben. Und dann haben wir natürlich noch die Usability. Viele Leute tun sich schwer damit, OTR aufzusetzen. Und für viele Leute ist es vielleicht auch nicht ganz einfach zu verstehen. Technisch versierte User oder auch Aktivisten finden OTR normalerweise recht einfach zu benutzen, aber für uns muss es natürlich auch Ziel sein, die Clients so leicht zu nutzbar zu machen wie möglich. Und CryptoCat zum Beispiel ist eins dieser Projekte, die das Benutzen von starker Kryptographie einfacher für die Leute macht. So, the state of OTR. We have gone from desktop clients. Okay, also, wir sind also von Desktop-Clients über Protokolle für Online-Messaging gegangen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht verschicke, dann gibt es 10 Minuten später vielleicht eine weitere Nachricht kommen, denn wir haben alle Mobilgeräte. Wir sind also vom Desktop, haben wir uns wegbewegt auf das Smartphone. Und wir sehen da ein paar tolle Sachen, wie zum Beispiel ChatSecure. Ich glaube, es wird auch schon daran gearbeitet, dass CryptoCat auf Android und auf iPhone irgendwann mal laufen wird. Und das ist eine tolle Sache, davon brauchen wir mehr. Und die meisten von diesen Projekten sind auch Open Source. Und ja, die würden sich natürlich auch immer darüber freuen, wenn da Leute mitarbeiten würden. Der aktuelle Stand von OTR ist also, es gibt eine Reihe von Referenzimplementierungen, die bestbekannte ist wahrscheinlich die libOTR, die in C geschrieben ist. Es ist mittlerweile nicht mehr auf SourceForge, sondern auf einer anderen Adresse. Also wenn ihr da Probleme gefunden habt, die ihr gerne gefixt haben möchtet, oder wenn ihr einen Bug-Report eröffnen müsst, dann benutzt bitte nicht mehr die SourceForge-Adresse, sondern die neue Adresse. Es gibt auch dann noch Pure Python OTR. Ich bin in den letzten Tagen von Leuten angesprochen worden, von Leuten, die auch da ein bisschen debuggt haben, und da möchte ich diesen Leuten auch für danken. Das ist eine tolle Sache, denn es hätte ja zum Beispiel sein können, dass da ein Fehler drin war, dass aus Versehen Plaintext statt verschlüsselter Nachrichten verschickt wurden. Dann gibt es noch die OTR for Java. Das ist also eine Java-Bibliothek, die zum Beispiel von ChatSecure benutzt wird. Wenn ihr also ein Java-Hacker seid und ein bisschen Spaß dran habt, an starker Kryptographie zu arbeiten, dann beteiligt euch doch an dem OTR for J-Projekt. Instant Messaging Clients. Wir haben uns oft darüber beschwert, dass über Pidgin beschwert, und es wird Zeit, dass wir da jetzt was dagegen machen und dass wir das loswerden und etwas sichereres schreiben. Die Leute verlassen sich auf diese Clients, und mich stört das, denn die Benutzer verdienen eigentlich etwas Besseres. Wir müssen das also reparieren. Wir brauchen etwas mit OTR-Unterstützung, mit Tor-Unterstützung. Und hoffentlich auch NP1SEC, das ist auch ein weiteres Kryptographie-Protokoll. Und dann gibt es ein Chat-Paradigma. Wir müssen sowohl mit kurzen und langen Signallaufzeiten zurechtkommen. Und vielleicht implementieren wir auch irgendwann einmal sowas wie asynchrones OTR. Vielleicht tun wir es vielleicht auch nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, was wir im Hinterkopf behalten. Und wie könnt ihr nun helfen? Arbeitet daran, bessere Instant Messaging Clients zu schaffen. Die Community hat natürlich an diesen Clients und auch an dem gesamten Ökosystem gearbeitet. Und ihr könnt natürlich auch unterstützen mit Spenden. Also wenn ihr diese Produkte nutzt, dann könnt ihr denen vielleicht mal ein paar Dollar zustecken für eine Tasse Kaffee, und darüber freuen die sich dann. So this is the end, ja, das ist schon das Ende dieses kurzen Talks, aber nur das Ende des Talks, aber natürlich nicht das Ende von OTR. Also ich lade euch dazu ein, euch bei unserer Mailinglist anzumelden. Hier seht ihr die Adresse, und es gibt auch einen IRC-Channel, damit man da mit, sagen, auf den kurzen Dienstweg miteinander reden kann. Und das war auch schon mein Talk. Vielen Dank. Thank you. Ja, vielen Dank. Der nächste ist eine ganz
besonderer Präsentationsstil? I have to close this one. Du musst das hier mal zumachen. Esk, esk, esk. I'm escaping. Ah, it's escaping. Okay, gee. There it is. Full screen. Mm-hmm. Seems to work, but it always... Ja, scheint zu funktionieren. Ah, there it is. So, da ist es. Then please welcome Elijah Sparrow and Christoph Klinter. No. Willkommen. No, you're... Die Sprecher. I'm sorry, I mixed that up. So. Are you lieb? All right, bist okay. Du lieb? Ja. So, then please welcome Equinox. Equinox, yeah, no, bitte. Nein, nein, auch Elijah. Nicht richtig. Elijah. Okay. It's just that, never mind. No, no, macht nichts. So. My name's Elijah, from the ich bin Elijah vom Leap Encryption Access Projekt und ich spreche darüber, was wir tun und der andere spricht dann gleich über Pixelated. Und our goals are to bring die back Ziele sind, die 1990er Jahre zurückzubringen. Nicht die ganzen 90er, aber den Teil der 90er, wo es darum ging, dass nicht alle unsere Kommunikation durch wenige globale Monopolisten geleitet wurde, die an Weltherrschaft interessiert sind. Und ganz spezifisch gucken wir problemlose, offene Protokolle zurück. Und was ist denn Federation? Und im Wesentlichen bedeutet es, es geht es vom Benutzer zum Provider, über zum anderen Provider und wieder zum Benutzer. Es gibt eine weitere Definition, so wie Pond zum Beispiel funktioniert, wo man einige Provider umgehen kann. Und es ist sehr nützlich, einen stabilen Server irgendwo zu haben, der als Gatekeeper funktioniert. Und also heutzutage machen die Cool Kids die ganz coolen, aber irgendwas anderes, die machen Peer-to-Peer. Und das ist cool, das ist ganz toll. Ja. More power. Und wir können Federation aber auch richtig machen. Es gibt einige spezifische Fälle, wo das Vorteile hat. Und es gibt hier die beiden Ziele dabei sind. Wir müssen sie auf den Stand des 21. Jahrhunderts bringen und der Zustand der 90er hatte so seine Probleme. Und am wichtigsten ist aber, dass der Benutzer niemals dem Provider vertrauen müsste, zum Speichern des Inhalts oder der Metadaten, der Verbindungsdaten. Aber und es ist genauso wichtig, dass man auch keine Verantwortung dafür hat, die Benutzerdaten zu speichern und mit Leuten sich um Leute sich kümmern zu müssen, die den Dienst missbrauchen. Und Federation ist also nicht tot und dies sind nicht die Projekte, an denen wir arbeiten, aber es sind andere interessante Projekte, die wir vor einigen Wochen angekündigt haben. Descent ist ein ganz cooles anonymes Chat-Protokoll, das nicht unbedingt im traditionellen Service-Provider-Modell unterzubringen ist, aber das so designt ist, um das benutzen zu können und dann gibt es Connex. Und das ist, transparente Zertifikate und hat ein Service-Provider-Modell. Also was tut Leap? Und die Aktivitäten von Leap sind im Spezifischen, ich mache ein bisschen schneller. Wir haben drei Sachen. Wir haben die Leap-Plattform für die Automatisierung. Und wir machen neue Protokolle, damit wir dem Provider nicht vertrauen müssen. Und wir haben einen Bitmask-Client, um die Erfahrung für den End-User so ähnlich zu machen, wie sie es gewohnt sind. Das ist ein Beispiel von der Benutzung der Leap-Plattform. Und mit diesen Kommandos wird man ein VPN-Provider.
für ein Virtual Private Network. Und es ist das ist noch mehr, was man dazu braucht, aber man kriegt ungefähr eine Idee, einen Eindruck davon, wie das funktioniert mit dem Framework. Und man muss einfach den ganz langweilige, blöde Arbeit wird man los und man macht die Wartung davon von einem Provider der mittleren Größe viel einfacher. Und wir haben neue Protokolle und die sind nur ein paar davon. Das Wichtigste ist, worauf alles passiert, ist Solidat. Und das speichert die ganzen Daten in der Cloud, macht es durchsuchbar, lokal durchsuchbar und zeigt die Database API lokal, dass man die lokal benutzen kann. Und wir haben noch mehrere andere Protokolle, um Benutzerregistrierung zu managen und Passwörter und so Sachen. Und die dritte wichtige Komponente ist Key-Management, dass das für den Benutzer versteckt wird und von Best Practices, von PGP. Und das ist, was wir im Moment benutzen, aber wir haben da was Besseres, was wir dagegen eintauschen. Und das dritte ist der Bitmask Client. Das ist ein Screenshot, wie es aussieht, auf Linux im Moment. Und die stabile Version ist, woran wir im Moment arbeiten. Das kommt in den nächsten Monaten. Und man hat ein Google Listening Device in der Tasche, haben wir alle. Und wenn man auf den Play Store gehen, dann kann man Bitmask installieren. Ich sage noch was dazu. Unsere Ziele sind ganz niedrig im Allgemeinen. Und wenn man E-Mail benutzen will mit Bitmask, dann muss man sich mit einem normalen Mail-User-Agent verbinden, der lokal läuft, ein IMAP-Programm. Und später sehen wir eine Alternative dazu. Und wenn es um E-Mail geht, dann haben wir vor 2 Jahren angefangen und wir wollten alle möglichen Sicherheitseigenschaften haben, die wir uns vorstellen konnten für Next Generation E-Mail und das außerdem auch so einfach wie möglich zu benutzbar machen. Und das ist ein total verrücktes Ziel. Und es funktionierte vor einem Jahr und wir haben es immer noch nicht freigegeben, weil es noch so viele kleine Sachen gibt, an denen wir arbeiten müssen. Wir sind ganz nah dran und ich glaube, wir sind jetzt fast da und wir haben fast alles erreicht. Und ich zeige jetzt nicht genau, ich würde gerne zeigen, wie wir das genau gemacht haben, aber kann ich in der kurzen Zeit nicht. Nur ganz kurz will ich sagen, wir benutzen dieses Solidat, um alle Speicherungen zu unterstützen und die zu synchronisieren und alle Metadaten zu speichern auf dem Server und manchmal auch während die unterwegs sind. Und wir haben angefangen mit einem ganz einfachen System von Federated Key Validation und ist kompatibel. Und DNAME kann man vielleicht damit verbinden oder Connex. Und wir haben auch angefangen, versteckte Relay-Dienste zu machen und von Provider zu Provider. Und der nächste Schritt wird sein, etwas in der Art von Pond, ein Relay zu machen und um die Benutzererfahrung so einfach zu machen und so nah daran, wie das, was sie gewohnt sind, haben wir ein sicheres, entferntes Passwort. Das heißt, der Provider hat das Passwort und wir können das für alle möglichen Sachen verwenden, und um die Schlüssel zu entschlüsseln. Ich wollte gerade noch sagen, die Infrastructure-Ansätze sind, wir sind hier bei Infrastruktur-Ansätzen, die sind hart zu machen und haben mehr Potenzial für Sicherheit. Manchmal ist es besser, das zu machen, je nach dem Zusammenhang. Dime ist etwas anders hier und hat einen etwas anderen Ansatz, und dann gibt es einige Ansätze für Clients auch. Okay. Wir haben gedacht, Leap ist ein ganz cooles Projekt, aber was wir machen wollten, ist, wir wollten die
den Kosten erhöhen für eine Überwachung mit Schleppnetzen. Und wir wollen etwas gegen Massenüberwachen haben und eine Akzeptanz bei der Menge der Leute, der großen Bevölkerung kriegen. Und wenn wir wollen, dass alle Leute immer alles verschlüsseln, und dann braucht man heute eigentlich ein Webinterface. Heute benutzen Gmail, weil es ein Webinterface hat. Niemand will Software installieren auf seinem Computer. Und Leap macht eine ganz tolle Arbeit, alles zu verschlüsseln, aber es ist nicht so gut, darin eine Lösung anzubieten, die für alle funktioniert. Das heißt, wir haben das etwas erweitert und haben ein Webinterface für Leap gemacht. Und was wir getan haben, ist, wir wollten ein Backend-Interface für das Web, das alles verschlüsselt und das aber auch gut aussieht, wie man das für ein Webinterface für E-Mail haben muss. Und das ist Suchen und Taggen. Und das Problem dabei ist aber, und das ist eine Lösung, die wir ganz bewusst gemacht haben, ist, dass wir alles auf dem Server haben und es gibt keine Verschlüsselung im Browser und man hat den privaten Schlüssel auf dem Webserver. Wir dachten, das ist okay in dieser Situation, denn wir wollten wirklich nicht eine Lösung für die Snowdens dieser Welt sein, sondern wir wollten etwas machen, das so gut benutzbar wie möglich ist. Und wir haben gedacht, wenn man einen Provider hat, der die Schlüssel managt, könnte vielleicht ein Benutzbarkeits-Trade-off sein. Die Provider machen ein Backup von den Schlüsseln und du kannst ihn nicht verlieren. Und vielleicht will man, wenn man über die Grenze geht, den Schlüssel nicht bei sich haben. Und das ist hier, wie das Webinterface im Moment aussieht. Also wir versuchen, dies ist so transparent wie möglich. Das heißt, sobald man anfängt, eine Mail zu schreiben und die zu senden, wird sie verschlüsselt. Und alle Mail, die man empfängt, wird automatisch entschlüsselt, ohne dass man das merkt. Wir haben diese kleinen orangen Dinger hier, die einem den Status anzeigen der Verschlüsselung. Und das ist alles. Aber man muss nichts selber machen. Man kann nicht vergessen, auf das Verschlüsselungs-Icon zu klicken, wenn man die Mail schickt. Ja. Und ich glaube, Christoph sagt, man kann auch, wenn Christoph sagt, die Schlüssel sind auf dem Server, bei dem Pixelated, aber es könnte der Server oder es kann ein kleines Embedded-Gerät im Haus sein oder es kann der Server deines Freundes sein. Es ist einfach, man hat maximale Flexibilität und man kann selber sich aussuchen, wem man Vertrauen schenkt. Und Leap ist auch federated, ist nicht Google, der alles weiß, der alle Schlüssel auf dem Planeten kennt, sondern es ist dein Privatserver zu Hause oder deine Firma oder sowas. Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Balance. Thanks a lot, Elijah and Christoph. Vielen Dank, Elijah und Christoph. So, how do I escape? Okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Okay. So, the next talk is going to be Equinox this time. Next talk ist von Equinox, diesmal wirklich. This time for real. So, again, full screen. And you are ready to go. Thank you. Ja, danke schön. Hi, I am Equinox. Hallo, ich bin Equinox. I'm trying to present to you. Versuche ich heute was zu zeigen über, wie man die kryptografischen Verfahren, die wir schon haben, auch benutzt. Also es wird nichts über Algorithmen und Protokolle gehen, sondern es wird darum gehen, das, was wir bereits haben, effizient einzusetzen. Und das ist was wir in der Vergangenheit ein bisschen vernachlässigt haben, denke ich. Es gibt Dane und DNSSEC in dem Titel dieses Talks. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich sage, dass es kein Talk über Kryptographie sein soll. Ich werde versuchen, euch zu zeigen, wie man diese Protokolle benutzt und auch sinnvoll kombinieren kann, um an einen Punkt zu kommen, wo wir ein besseres Internet haben. Okay, die grobe Übersicht über das, was ich reden werde, das ist unser gutes altes DNS-System. Man hat also diese verschiedenen Zonen und da werden die Daten zwischen den verschiedenen Zonen hin und her geschickt. Wir haben versucht, da eine Sicherheitsschicht oben drauf zu setzen.
in dem wir über dieselben Kanäle auch Schlüssel übertragen haben. Das ist also dieser DNS-Sec-Part. Und was noch nicht ganz so alt ist, wir haben versucht, Daten in DNS reinzustecken, die diese Key-Infrastruktur an das Webserver-Zertifikat bindet. Man kann also hier zum Beispiel sehen, dass das Zertifikat von des Tor-Projects dieser Webseite ist. Und das ist also eine ganz sehr stark vereinfachte und abgekürzte Einführung. But this is not aber new. Es ist nichts Neues im Grunde und es ist auch nichts Besonderes. Und es ist nichts, was sehr viel positives Feedback erzeugt hat, denn das Protokoll ist ein bisschen nervig und es besteht die Möglichkeit, da Denial-of-Service-Angriffe dagegen zu fahren. Man muss ICANN vertrauen, denn es ist in diesem Domain-Name-Infrastruktur ist es eng verzahnt und wenn das kaputt geht, dann ist also alles kaputt. Und ich denke mal, die NSA hat hier einen ganz guten Stand, denn sie kann einfach diese Keys anfordern und können dann mit einem anderen Schlüssel eure Domain signieren und sie können ein anderes Zertifikat dann sozusagen pushen, das der Webserver dann benutzt. Also die Nützlichkeit ist irgendwo eingeschränkt. Aber in dem Titel des Talks kam auch Tor vor, also fragt euch vielleicht, wo ich jetzt mit euch hin will. Und worum es hier geht, ist, dass dieses System mit Dane und DNSSEC ist eine einzige Hierarchie und es ist außerdem ein Online-System. Das heißt, wir können Tor benutzen, wir können versuchen, das DNS-System zu benutzen, und zwar nicht nur alleine, sondern indem wir Tor damit integrieren, um hier sozusagen eine gemeinsame Basis zu schaffen. We have this layer here. Im Grunde haben wir hier diese Schicht, die es uns erlaubt, die verschiedenen Teile zu mixen und voneinander zu entkoppeln. Und wir können zum Beispiel Tor fragen, was ist denn der aktuelle DNS-Schlüssel für meine Domain? Das ist, was wir hier unten sehen. Und als Benutzer kann ich Tor fragen, ich habe diesen Domainnamen, kann ich den DNS-Key dafür haben? Und das kann man auch mehrfach machen. Man kann also auch prüfen, ob, wenn man das mehrfach anfragt, ob die Antworten konsistent sind. Und das ist nur möglich, weil es hier nur ein System gibt. Es ist ein Online-System und es muss natürlich auch live passieren. Man kann also keine Offline-Attacken hier fahren. Und diese Technologie, die so fehlerträchtig ist, wird ganz plötzlich interessant, denn jetzt wird es auf einmal möglich, diese Schicht des Vertrauens hier zu haben, einfach noch eine weitere Ebene einzuführen, neben dieser Root-Domain-Infrastruktur. Das heißt, wir können jetzt auf einmal überprüfen. Und das ist was wir auch wirklich tun sollten. Wir müssen vielleicht Tor noch ein bisschen verbessern, damit das effizienter funktioniert. Das Problem ist, dass DNS-Anfragen üblicherweise über UDP funktionieren, also man will da nicht wirklich eine ganze Session für anlegen und wir müssen auch, wenn man das ausnutzen will, müssen wir das in ganz viele verschiedene Teile von Software auch einbauen, denn viele Softwareprodukte unterstützen das alles noch nicht. Und wir müssen auch Dane und DNSSEC auf unseren eigenen Domains implementieren und das wird länger dauern, als es vielleicht sollte. Aber wenn das irgendwann mal fertig ist, wenn wir nochmal auf dieses Bild zurückblicken, dann würde das wahrscheinlich das Internet sicherer für alle Benutzer machen. Die Benutzer müssten im Grunde nichts tun, als einfach nur wie zuvor auf Webseiten gehen und die Verbindung würde automatisch gesichert. Und ich glaube auch, das war's auch schon. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass in diesem Talk gar nichts viel Neues vorkam. Also ich habe nichts über Algorithmen gesagt. Ich habe keine neuen Sachen vorgestellt, die erst noch von der ISO standardisiert werden müssen. Aber ich denke, das ist eben etwas, was wir vernachlässigt haben. Wir müssen die Werkzeuge, die wir haben, müssen wir auf eine sinnvolle Art und Weise kombinieren und müssen versuchen, ob wir vielleicht die existierenden Systeme einfach sicherer machen können, indem wir diese Werkzeuge eben in Verbindung miteinander einsetzen. Und das ist eigentlich das, was ich heute rüberbringen wollte. Ja, und scheiß auf die CAs. So, last talk. So, der letzte Vortrag hier. So, hopefully it shows up somewhere here. Ich hoffe, das kommt gleich hier. Cue Jeopardy Melody.
So, there it is, finally. Flash. So, die Folien sind, glaube ich, da. Dann kann es gleich losgehen. It's behind disk not ejected properly. Hat er sich versteckt? So. So. Bildschirmpräsentation. Und in den Präsentationsmodus. Und dann kannst du loshören. Bitte, herzlich willkommen, Ladar Levison. Hi folks. Hallo, hi Leute. Ich bin hier, um über Dime zu sprechen. Das ist ein großer Tag für mich. Ich habe gerade dieses Riesendokument veröffentlicht. Das ist die Architekturspezifikation und das Thread Model. Ungefähr ein Jahr harte Arbeit und 108 Seiten. Das hilft sicher gut beim Einschlafen. Und das ist, wo man es findet. Ich habe einen Call jetzt. Ich möchte gerne Feedback haben. Und es ist noch früh genug, dass Leute gute Vorschläge einbringen über Sachen, die wir tun können, um das besser zu machen, sicherer und zuverlässiger und mehr und benutzerfreundlicher. Und wir haben ein Forum auf darkmail.info, und damit dass wir elektronisch miteinander sprechen können und darüber reden können, was in diesem riesen PDF ist. Und hoffentlich kriegen wir dann auch gute Ideen, wie man das verbessern kann. Und natürlich haben wir etwas Code auf GitHub, und das meiste funktioniert die meiste Zeit, wenn es sich gerade gut fühlt. Und dann die große Library, die Message Passing Library, ist auch fast dann, die Server-Integration, und der Client ist irgendwie noch ein Kommandozeilentool. Huch. Ich hab's kaputt gemacht. Das ist, es ist zu heiß geworden. Also, das ist mein Modell. Und wenn man diese Icons sieht hier außen, das sind die Schlüssel. Wir nennen die Signets. Wir haben X509 aufgegeben. Eigentlich das Signet-Format ist ein ganz einfaches Binärformat, das die kryptografischen Informationen transportiert, zusammen mit einigen Signaturen. Und es ist auch sehr flexibel aufgebaut. Und ich habe festgestellt, dass ich nicht die Probleme aller Leute direkt am Anfang lösen kann. Das heißt, ich habe ein Format gemacht, was ein Gateway ist für noch sicherere Protokolle. Eine Möglichkeit, dass ihr eure Schlüssel nehmen könnt, ins Internet tun und dann dieses Service-Provider-Modell benutzen könnt, und aber auch ankündigen könnt, wenn jemand eine Unterhaltung anfängt mit euch, und dann könnt ihr plötzlich dann Peer-to-Peer reden wie Tor. Und das waren unsere Ziele. Einfach ausgedrückt, wir wollten Verschlüsselung automatisieren für die große Bevölkerung. Wir wollten es viel schwieriger machen, um den sozialen Graphen nachzuverfolgen. Und wenn immer möglich, wir wollten die Sicherheit des Systems auf zwei Dinge zurückführen. Die Stärke des Passworts und die Stärke der Verteidigung des Endpunktes. Und das sind Sachen, die wir die meiste Zeit kontrollieren können. Unser Ziel war, das zu machen. Und ich like das zweite Amendment in den USA. Aber wenn man 200 Jahre zurückgeht, dann geht es darum, worum es wirklich geht. Es geht darum, um die Möglichkeit, dass Leute sich selbst verteidigen können. Und wenn ich durch das Internet gehe, ganz nackt. So ist es im Moment. Und was wir brauchen, ist eine neue Generation von Protokollen, die uns die Möglichkeit geben, alles, was wir heute im Internet zu machen, aber ohne der Infrastruktur zu vertrauen, dass sie uns schützt, ohne unseren Service-Providern vertrauen zu müssen. Und ich möchte zu einer Welt zurückgehen, in der die Service-Provider einfach eine Menge namenlose Behälter durch die Gegend fahren, wie Schiffe. Und so wie ich das gebaut habe, ist das eigentlich transportagnostisch. Und ich habe diese Version von SMTP gebaut, ich habe sie DMTP genannt, aber es gibt nichts, was mich daran hindert, einfach über ein völlig anderes Transportmedium zu gehen, wie Tor zum Beispiel oder Brieftauben.
und der Eckstein von diesem System. Und ich kann jetzt nicht alles in 10 Minuten erklären, aber ich versuch's mal. Dieser DNS-Record ist postet der Service Provider mit seinem Unterschriftenschlüssel, Signaturschlüssel. Und alles geht dann. Ich habe einfach, glaube ich, jetzt das Falsche gepostet. Nein, das ist die richtige Eigenschaft, aber mit dem falschen Namen. Ach. So. Noch ein paar richtige Knöpfe drücken. So. Was ist das? Das ist ein etwas komplexerer DNS-Eintrag. Und es ist eigentlich sozusagen, spielt das zusammen mit dem vorherigen Talk. Wenn man DNSSEC benutzt, dann kann man eine signierte Fingerprint für das TLS-Signaturzertifikat und damit reinstecken. Aber wir benutzen das nicht, weil man immer noch für das Zertifikat bezahlen muss und das ist einfach blöd. Und ich dachte, ich spreche kurz über die Felder, die ich zu dem Signet hinzufüge. Und geht nicht nur darum, die Sicherheit zu erhöhen, sondern es geht auch darum, die Zugangsmöglichkeiten zu verbessern und die Benutzbarkeit. Und einiges davon ist einfach, das einfacher zu machen, die Clients zu konfigurieren. Einfacher für den Webbrowser herauszufinden, wo er hingehen muss, damit man sich einloggen kann. Und wie ich gesagt habe, ist das ein flexibles Format. Puch. Ja. Und das bedeutet, ich habe einfach da Felder reingetan, von Anfang an, falls man Tor benutzt. Und wenn man Leuten Zugriff geben will auf das System über Tor und Nachrichten ausliefern will über Tor, dann muss man einfach nur in dieses Feld die richtigen Sachen reinschreiben. Und das ist eine Nachricht. Und was ich jetzt daraus nehmen will, rausholen will, und wir können die Details natürlich nicht alle sehen hier, und das, jeder von diesen blauen Kästen ist, wird völlig unabhängig voneinander verschlüsselt. Und wenn man sieht, was nach dem Strich ist, dann kann man sehen, wer auf welchen Kasten zugreifen kann. Und eine der ganz tollen neuen avantgardistischen Sachen, die ich gemacht habe, ist, ich habe die Envelope-Informationen aus dem Protokoll rausgenommen und in die verschlüsselten Message Options getan. Und es gibt hier zwei Blöcke, die wichtig sind, die Origin und Destination. Das heißt, der sendende Service Provider kann sehen, an welche Domain die Message geht, aber weiß nicht, an welchen Benutzer in der Domain. Und die Destination Domain kriegt die Nachricht und weiß, woher sie kommt, aber weiß nicht, wer sie gesendet hat. Und sie müssen wissen, woher sie kam. Und falls sie das nicht mögen, dann werden sie es nicht zurückschicken. Dann werden sie es zurückschicken. Und Weihnachten hat auch niemand Geschenke zurückgegeben, oder? Und als ich hiermit anfing, wollte ich nicht nur das aktuelle System heile machen, sondern ich wollte Anfang an E-Mail neu machen, denn eins der großen Probleme, was wir heute mit E-Mail haben, ist der lange Rattenschwanz. Alle wollen rückwärtskompatibel sein, alle bis zu den PDB-11 von vor 4 Jahren, vor 40 Jahren, auf den Buggy-Versionen von Sendmail liefen. Also, wir haben also bestimmte Sicherheitsanforderungen hier. Und ich wollte ECDHE benutzen, weil ich DCM nicht vertraue, aber andere haben mich überredet, das anders zu machen. Und ich wollte es einfach machen, wenn man einen DMTP-Server benutzt, der alleine läuft, und dann benutzt Port 26. Und wenn man einen Service-Provider hat mit mehreren Domains, dann weiß man, welche TLS-Zertifikate man zurückgeben muss. Und nicht Port 26 aufgeben, sondern den Port 26 auf der Firewall aufmachen. Das will dann gehen. Und sonst nimmt man Port 25. Und wenn man dann diese ganz spezielles Start-TLS-Kommando benutzt, und ja, ich
will wirklich hier ein Upgrade machen auf DMTP. Und dieselben Regeln gelten immer noch. Und es ist keine Garantie, wenn man dieses Kommando ausgibt, dass man eben überhaupt auf demselben Server ist. Und es wird ganz einfach sein, ein Plugin zu schreiben, um Mail-Server-Implementationen zu machen, die dies sehen und das einfach dann tunneln zu irgendwo anders hin. Vielleicht sogar zu einem Bot bei irgendjemandem zu Hause. Also ganz kurz, wie sieht es aus, wenn man eine Nachricht sendet? Und wenn man das sehen kann, dann sieht man auch, dass da keine Mailbox-Namen drinstehen. Und ich habe die Fingerprints hier abgeschnitten. Aber in dieser Konversation habe ich das so gemacht, dass die Server wissen, dass sie die richtigen Signets haben, bevor sie die Nachricht austauschen. Und wenn sie es nicht haben, dann geben sie einen temporären Fehler zurück. Geh nochmal zurück und mach den Signet richtig. Und dann, wenn die... Ja, die sollten eigentlich aber auch verschlüsselte Nachrichten senden und dann wrap den Signet und mach die richtigen Signets und dann kriegt man einfach nur irgendwie diesen Blödsinn hier. Und das ist die Spezifikation, es ist 108 Seiten lang, wie ich gesagt habe, und ich könnte dringend eure Rückmeldung gebrauchen dazu. Alles von den 326 Tippfehlern, von denen ich schon weiß, aber auch bis zu den 30 oder so Abschnitten, die noch sagen, to be done, die noch gemacht werden müssen. Aber es ist schon ganz viel Information hier drin. Es sind viele Sachen, die ich gemacht habe auf einem ganz niedrigen Level, die wirklich genau angeguckt werden müssen von Leuten, die mehr wissen als ich. Und ich weiß einiges, aber ich weiß auch, dass ich nicht alles weiß. Und ich kann zum Beispiel nicht rausfinden, wie mein Server einfach mit meinem besten Freund durchbrennt. That's it, folks. Und ja, das war's, Leute. Und ich wollte noch sagen, es dauert ungefähr 3 Tage, da durchzugehen. Ich hatte nur 10 Minuten, aber nach der Abschlusszeremonie können wir weiterreden und ich bin auch noch da. Und ja, vielen Dank. Please give a big hand for all of the speakers. Ja, bitte nochmal einen großen Applaus für alle Sprecher dieser Session. And now please enjoy the rest of the conference. Und ja,